der Anfang, dass das zusammenkommt. Und darum ist letztes Jahr der Anlass so viel. Ja. Und das haben wir nicht bauen. Ja. Und jetzt haben wir es bei uns gebaut. Aber das Mitglied ist schon lang. Marcel Dinkel, was ist eigentlich die Idee von diesem heutigen Anlass neben dem Jubiläum? Ja gut, also grundsätzlich ist schon das Jubiläum im Vordergrund. Aber wir haben das dürfen ausnutzen vom letzten Jahr her, wie die Vaudois Basilea oder Basiliensis oder wie sie heißen, haben uns letztes Jahr eingeladen gehabt, noch für ein Aperitif. Und diverse andere Tambourengruppen sind da angekommen und haben einen geschnappt, haben die Kollegialität gepflegt und dann sind wir wieder gegangen. Einer mit dem anderen und fort. Und wir haben gesagt, wir wollen zum Jubiläum, dass alle da bleiben und alle miteinander abmarschieren. Wie viele Tambour werden es sein? Wir haben, wir hoffen mal mindestens 80, aber es können gerade so gut 100 und, oder 100 überschreiten. Wir werden es dann sehen. Das ist ja gigantisch, oder, für unsere Verhältnisse? Ja, es ist auch nicht ganz einfach, so einen Haufen anzukriegen, weil am Dienstag hat doch jede Gruppe ihr Programm und ihre Wege, die sie gehen. Und, aber das ist glatt, dass so ein Haufen gekommen sind und die Einladung angenommen haben. Und da freuen wir uns natürlich drauf und das sind stolz. Mir stört es, dass aus verschiedensten Gruppen eigentlich die Leute können zusammen trommeln können. Ja gut, wenn man ein gewisses Niveau kann trommeln kann, dann ist es kein Problem. Weil die Noten sind ja gegeben und wenn man das kann, dann ist es kein Problem. Wir müssen auch als Repertoire ein bisschen zusammenstellen, weil die einen können mehr anders und die anderen wieder. Es ist verschieden, aber da kann man sich einigen auf ein paar Märschen. Das ist geschrieben wie ein Musikstück und das kann man dann schon, das geht gut. Also irgendwie ist das eigentlich, ist das jetzt einmalig, jubiläumshaft oder habt ihr noch andere Pläne? Also wir Piranhas meinst du? Ja. Nein, wir haben Pläne, dass wir weiter können bestehen können und jedes Jahr, wo dazu kommt, sind wir stolz darauf, was wir doch als kleines Tambourengrüppli mit zwischen 12 und 14 Leuten so lange haben können bestehen können und hoffen, dass eben noch einmal, dass wir weiter so können Fahrtag machen, wie es uns gefällt. Machen den Anlass wieder in diesem Ausmaß? Nein, nein, das liegt nicht an uns. Weil, wie gesagt, dass wir die Vaudois Basiliensis, die machen das nächste Jahr wieder in Form von einem Aperitif. Wenn wir dann wieder alle so viel ablaufen, das überlegen wir ihnen. Aber ich glaube, die Zukunft sollte ja so sein, dass man das in dem Sinn weiterführt. Und dann sind wir gerne dabei, wenn wir eingeladen werden und freuen uns drauf. Die Piranhas sind ja mal vor 25 Jahren entstanden. Was ist die Idee dahinter? Ja, wir, wie es halt an der Phase nach der Szene gibt, Blickenspaltungen, Abgänge, grösserem Stil, kleinerem Stil. Wir sind auch ein Hampfen weg bei den Wildmäusen und haben gesagt, wir wollen nicht im Boden schleifen, wir wollen Wildphase machen, so wie es uns passt. Und so hat sich das entwickelt. Wir wollten auch mal mit Pfeiffer zusammen etwas aufbauen, das hat sich aber nicht ergeben. Und wir sind nachher, muss ich sagen, nicht gegen Pfeiffer, aber wir sind stolz darauf, dass wir als Tambourengruppe so können weitermachen können. Hängt das auch zusammen mit dem Marschtempo? Die Pfeifer haben eher die Tendenz, langsamer zu laufen. Ja gut, von einer gewissen Zeit an laufen auch wir nicht mehr so schnell.
Aber es hat sicher auch einen Zusammenhang, weil es ist halt schon rassiger, wenn man noch ein bisschen vorwärts gehen kann. Ich meine, Trommelmärsche sind zum Teil auch geschrieben, dass es ein bisschen schnelleres Tempo darf haben. Und bei den Pfeifern wird es halt schwierig, weil die haben einen Schnaufen dazwischen rein, nebst dem Pfeifen, und da ist irgendwie geht die Luft raus und wir brauchen die Hände. Doch gleich das Schnaufen zwischendurch. Ja, das ist klar. Aber das geht gut. Für das üben wir das ganze Jahr. Sehr zum Wohl und eine ganz schöne Fasnacht. Hier haben wir. Wir wünschen euch ein ganz gutes Jubiläumsjahr. Gibt es noch Wünsche für dieses Jahr? Oh ja, das Wetter. Wenn das Wetter heben bis am Donnerstagmorgen, das wäre es gelöst. Und Dankeschön vielmals. Ich glaube, dieses Jahr ist ein Ausgangsjahr. Basel haben es verstanden. Wintersport und Fasnacht kombinieren, dass alle etwas davon haben. Also ich glaube, das wird es in den nächsten Jahren nicht so schnell wiedergeben, weil ich mag mich selber nicht erinnern zurück, wenn wir jemals so viel Schnee hatten. Außer an der 86, das ist gekommen während der Fasnacht. Aber das, was hier gegangen ist, das ist schon speziell. Und es bleibt eine Erinnerung, gerade mit unserem Jubiläum zusammen. Das vergisst man nicht. Dankeschön. Papi?
Aber die Stunde 100 Meter, die können wir auch noch.